Hallo und herzlich willkommen zurück bei Topvergleich. Heute geht es um die besten Kraftstationen auf dem Markt. Dabei haben wir uns verschiedene Modelle angeschaut und möchten euch jetzt mal unsere Favoriten aus drei verschiedenen Preisklassen vorstellen. Alles mit dem Ziel, damit ihr die beste Kraftstation für euch finden könnt und vor allem auch sehen könnt, wie viel Geld ihr ausgeben müsst, damit ihr das Gerät bekommt, was ihr eigentlich wirklich benötigt. Bevor wir anfangen, nochmal der Hinweis, wenn euch dieses Video gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da und schreibt einen Kommentar, das hilft dem Algorithmus. Und schaut auch in der Videobeschreibung vorbei, dort haben wir alle Kraftstationen, die wir jetzt hier aufzählen, mit ihrem aktuellen Preis verlinkt. Lasst uns nun aber anfangen mit der ersten Kraftstation aus der ersten Preisklasse. Die Rede ist hier von der Artsport Kraftstation Profi Gym 2000. Hier handelt es sich, wie gesagt, um ein Einsteigermodell mit den Standardfunktionen, die man so von einer handelsüblichen Kraftstation erwartet. Die Rede ist hier von einem Latzug und vor allem der Butterfly-Stange. Außerdem dabei ist hier auch noch ein Seilzug und auch die Möglichkeit, den Beinstrecker zu benutzen. Funktionieren tut die Kraftstation mit 9 verschiedenen Gewichtsplatten mit insgesamt 40 Kilo Gewicht. Hier kann man durch diese verschiedenen Gewichte und die verschiedenen Übungen verschiedene Trainingsreize für den ganzen Körper setzen. Auch wenn es sich hier um das Modell aus der geringsten Preisklasse handelt, heißt das nicht, dass sie billig verarbeitet ist. Ganz im Gegenteil, sie ist sehr hochwertig aus einer massiven Stahlkonstruktion gefertigt und kommt auch mit großen Verstellbohrungen an den Gewichtsplatten, Sitz- und Rückenpolstern und rutschfesten Griffen für optimalen Halt beim Training. Und auch die Kunststofffüße der Kraftstation erhöhen dessen Standsicherheit und ermöglichen eine sichere Ausführung der Übungen. Wie gesagt, mit dabei haben wir hier vor allem den Latzug, das Butterfly, einen Beinstrecker und einen Seilzug. Dadurch kann man, wie gesagt, seinen ganzen Körper trainieren. Wir blenden euch hier nochmal die Übungen ein, die man mit dieser Kraftstation beispielsweise ausführen kann. Meistens ist diese Kraftstation in nur wenigen Tagen geliefert und kann dann mit Hilfe der einfachen Gebrauchsanweisung sofort aufgebaut werden. Diese Station ist für noch unter 300 Euro zu haben, was sie zu dem günstigsten Modell aus diesem Vergleich macht und durch die starke Qualität und die guten Funktionen trotzdem eine absolute Empfehlung von uns ist, vor allem für Leute mit etwas geringerem Budget. Mehr Infos zur Artsport Kraftstation über den ersten Link in der Videobeschreibung. Aber seien wir auch mal ehrlich, für Leute, die etwas größere Gewichte brauchen bzw. das Maximale an Qualität haben wollen, die müssen hier natürlich bei einer Kraftstation einiges drauflegen. Professionelle Kraftstationen kosten meistens über 1000 Euro. Nicht so aber die Sportstech HGX 200, die für knapp unter 1000 Euro zu haben ist. Bei dieser Kraftstation handelt es sich um ein Modell mit äußerst hoher Qualität bis hin ins kleinste Detail. Sie ist vor allem aus Stahl und hochwertigem Kunststoff gefertigt, wobei sie auch mit hochwertigen Seilzügen aus Stahl funktioniert. Aber wie gesagt, auch das Material am Sitz- und Rückenpolster ist sehr hochwertig, so ist dieses aus qualitativem Schaumstoff gefertigt, welches gleichzeitig auch atmungsaktiv ist. Die Kraftstation kommt mit 12 verschiedenen Steckgewichten mit einem Gesamtgewicht von 55 Kilogramm, also haben wir hier noch 15 Kilogramm mehr als bei der Artsportstation. Das Besondere an der HGX 200 ist, dass hier an der Seite auch noch eine Klimmzugstange und eine Dipsstange mit dabei sind, an denen man auch noch unzählige zusätzliche Trainingsvarianten ausführen kann. Ansonsten haben wir hier auch einen Latzug und einen sonstigen Seilzug, einen Beinstrecker, ein Butterfly und auch ein Seil für Trizeps-Curls. Unzählige verschiedene Trainingsvarianten kann man mit der HGX 200 ausführen. Diese alle aufzuführen würde auf jeden Fall den Rahmen dieses Videos sprengen. Mehr Infos, wie gesagt, über den zweiten Link hier in der Videobeschreibung. Grundsätzlich können wir aber über die Sportstech-Station sagen, dass sie eine sehr hohe Qualität besitzt, da sie einfach aus den besten Materialien verarbeitet ist und nochmal weitaus mehr Übungen als an der Artsportstation hier möglich sind. Dafür sorgen auch die höheren Gewichte, die man hier benutzen kann. 15 Kilo mehr als bei Artsport hat man hier, wie gesagt, mit dabei. Wer möchte, kann die Station aber auch noch ohne die seitliche Klimmzugstange und die Dipstange erwerben. Das ist die HGX 100. Die könnt ihr auch über den zweiten Link in der Videobeschreibung abrufen. Aber wir finden die Variation mit Klimmzugstange und Dipstange richtig gut. Wenn man noch Platz hat, dann empfehlen wir auf jeden Fall, diese Variante zu erwerben. Also Latissimus Zugturm, Seilzugübungen, Bizep Curlstange, Beinstrecker, Bankdrückstation, Klimmzugstange, Butterfly Arme, Beincurler, Stepper, Dipstation und so weiter. Das alles in einem Gerät erhält man hier bei der Sportstech HGX 200. Mehr Infos über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zum dritten und letzten Modell aus diesem Vergleich, der Kraftstation von Finlo, der Bioforce Extreme. Diese Kraftstation ist vor allem auf Seilzüge ausgerichtet und kommt mit einer ganz speziellen Technologie. Nämlich funktioniert sie komplett ohne Gewichte. Sie kommt mit einer Technologie, an der man die Widerstände individuell einstellen kann und dadurch ganz ohne Gewichte immer höhere Kräfte aufbringen muss. Dadurch hat man trotzdem eine ruckfreie Zugqualität und trotzdem ein lärmfreies Training.
Bis zu 125 Kilogramm Zuggewicht kann man hier einstellen, das in 2,5er Schritten und das sowohl für die vertikalen Seilzüge, die man hier mit dabei hat, als auch für den Latzug. Diese Kraftstation scheint für den einen oder anderen vielleicht etwas langweilig zu sein, doch durch dieses ausgeklügelte Seilzugsystem und den verschiedenen einstellbaren Zugpositionen, die dieses mitbringt, erreicht diese Kraftstation über 100 verschiedene Übungsmöglichkeiten, angefangen von Bankdrücken über Butterfly, Bizepscurls, Beinbeuger, Beinstrecker, Latziehen und viele mehr. Außerdem sieht die Station auch noch ziemlich cool aus, es ist mal etwas anderes, nicht nur von der Technologie her, sondern auch vom Design. Und für eingefleischte Gym-Enthusiasten ist es sicherlich eine Umgewöhnung, hier erstmal auf die Gewichte verzichten zu müssen, aber hat man sich dann einmal an das gewichtslose Training gewöhnt, ist es unserer Meinung nach doch eine, ja, weitaus einfachere und angenehmere Art des Trainings, da man hier eben keine Gewichte ständig umstecken muss, sondern diese Einstellungen ganz einfach mit wenigen Handgriffen oben an der Station vollziehen kann. Die Bioforce Extreme ist eine wirklich starke Alternative zu den herkömmlichen Kraftstationen, weshalb wir sie hier unbedingt mit reinnehmen wollten. Wer das Beste bei Kraftstationen haben möchte, der entscheidet sich vermutlich für das Sportstack-Modell. Die beste Station für den günstigsten Preis ist die Artsport-Kraftstation und die hochwertigste Kraftstation mit einer ganz neuen Technologie stellt, wie gesagt, die Finlo Bioforce dar.